Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part hatten wir eine recht langwierige Schlacht, auch wenn ihr davon nicht so viel mitbekommen habt, ich glaube 86 Züge oder so. Heute würde ich ganz gerne natürlich die ganzen Unterstützungsgespräche mit euch zusammen durchschauen, da freue ich mich ja schon drauf. Allerdings haben wir ja im letzten Part die liebe Azura weiterentwickelt. Und da muss ich ein bisschen was zu sagen. Wie fange ich am besten an? Es ist etwas, was ich eigentlich hätte wissen sollen, wenn ich mich mal so an die Beschreibungen der Items zurückerinnere. Und ich bin mir sicher, ein paar von euch werden es ja mit Sicherheit auch gesagt haben. Aber da ich ja immer ein bisschen im Voraus aufnehme, wegen Spoilern und so, hatte ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Es schaut nämlich so aus. Azura ist nun mal als Skaldin in einer besonderen Klasse gewesen. Normalerweise, wenn ich in der Basisklasse bin, nehme ich ein Meistersiegel, gehe in die nächstbessere Klasse und fertig. Kann natürlich auch mit diesen anderen Siegeln in die Klassen von meinem A-Plus-Support oder S-Support wechseln, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber prinzipiell, wie gesagt, Meistersiegel und fertig. Bei Azura geht das nicht so leicht. Die muss nämlich erstmal von ihrer Skaldinnen-Klasse in die Basisklasse kommen. Und dafür habe ich in dem Fall ein Herzsiegel benutzt, um sie zur Luftritterin zu machen. Soweit, so gut. Die Sache ist, beim Herzsiegel werden die Level übernommen. Das heißt, wie ihr vielleicht seht, ist sie sofort jetzt auf Level 20. Das hatte ich, als ich das gemacht habe, komplett vergessen. Ich dachte, sie startet dann auch auf Level 1, was mir auch lieber gewesen wäre. Aber, wie gesagt, ich hatte einfach vergessen, dass das Herzsiegel das Level eben mit übernimmt. Heißt in dem Fall, dass sie jetzt die Fähigkeiten, die sie als Luftritterin auf Level, ich weiß gar nicht genau, 5 und 10 oder 1 und 10, ich weiß es nicht auswendig, dass sie diese Fähigkeiten auf jeden Fall jetzt nicht mehr lernen kann. Normalerweise ist beim Herzsiegel ja so, dass die Charaktere die Fähigkeiten dann einfach bei den nächsten Level-Ups lernen. Sprich, wenn ich sie auf Level 10 entwickelt hätte, hätte sie auf 11 und 12 diese Fähigkeiten bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dadurch, dass 20 aber das Maximum-Level ist, kann ich sie in dieser Klasse nicht mehr leveln und dementsprechend diese Fähigkeiten jetzt auch nicht mehr bekommen. Außer über totale Umwege, wenn ich sie wieder zur Skaldin mache und dann wieder hochstufe und so, das ginge vielleicht. Aber wenn ich sie jetzt nochmal weiter trainieren wollen würde, ginge das nicht mehr. Ist jetzt ein bisschen doof. Aber ich glaube, so extremst toll sind die Fähigkeiten jetzt vielleicht auch nicht. Sprich, wir haben jetzt zwar zwei Fähigkeiten damit quasi verschenkt, aber wenn ich sie jetzt entwickle, dann kann sie da ja auf jeden Fall wieder neue Fähigkeiten lernen, zwei Stück. Dann ist zwar immer noch ein Slot quasi frei, sie hat ja 6 Slots für Fähigkeiten, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich spiele ja ganz normal hier auf Anfänger und normal. Ich glaube, da ist es jetzt nicht ganz so schlimm, dass sie die beiden Fähigkeiten nicht mitbekommen hat. Nächste Mal bin ich schlauer, wenn ich Hoshido spiele. Da mache ich das Ganze dann anders. Das vorweg. Dann noch eine andere Sache. Ich habe mir mittlerweile auch Hoshido und Offenbarung runtergeladen. Ist für euch jetzt uninteressant für dieses Let's Play, aber ich habe es auf jeden Fall im Hintergrund auch gemacht. Das heißt, hier an der Kristallkugel konnten wir uns ein paar Boni abholen, dadurch, dass wir die zusätzlichen Wege gekauft haben oder runtergeladen haben. Und die habe ich mir jetzt hier auch schon alle geholt. Sprich, beispielsweise Stiefel, um die Bewegung zu erhöhen, habe ich, glaube ich, Svenja einmal gegeben und einmal Effi, weil dem Avatar mehr Reichweite zu geben ist ziemlich cool und Effi kommt halt nicht so sonderlich weit. Die Drachenkräuter habe ich noch im Lager. Weil es ist schon ziemlich OP, dieses Item. Was aber total interessant ist, abgesehen von diesen Boost-Items, sind diese Items, die die Klassen ändern können. Denn es gibt Klassen wie zum Beispiel Dunkelkrieger oder Dunkelfalke, besser bekannt vielleicht als Dunkelschwinge. Das sind Klassen, die sind DLC oder ja mehr oder minder DLC-exklusiv, glaube ich. Man kann die so im regulären Spielverlauf irgendwie nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob man die in DLCs irgendwie bekommt. Ich meine, da irgendwas gelesen zu haben. Man bekommt sie aber auf jeden Fall auch hier als Wegebelohnung. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass man quasi so ein paar Special-Klassen hat, die man eben nur auf diesem Wege bekommen kann. So viel dazu, warum das Ganze. Azura, wenn ich dir mal das Meistersiegel gebe, kann entweder zur Falkenritterin werden, was ich schon nicht schlecht finde, hätten wir noch eine zweite Heilerin, oder zur Kinshi-Ritterin. Finde ich halt wegen dem Bogen extremst episch, aber prinzipiell rein optisch nicht so ganz mein Fall. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht, okay, ich nehme jetzt Falkenritter und wenn ich Hoshido spiele, dann Kinshi-Ritter. Allerdings habe ich ja jetzt auch die Möglichkeit, sie zur Dunkelschwinge zu machen und
Das ist natürlich schon irgendwie verlockend, um ehrlich zu sein. Elite-Pegasus-Ritter, der Bücher und Lanzen gemeistert hat. Ich meine, gut, ihre Magie ist jetzt ehrlich gesagt nicht so dolle, dass ich sie jetzt unbedingt damit ausstatten möchte. Aber sie kann ja trotzdem mit der Lanze angreifen, das ist das Allerwichtigste. Und dass sie jetzt keinen Bogen hat, beziehungsweise nicht heilen kann, wie bei den anderen Klassen, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ich finde Dunkelschwingen oder Dunkelfalken halt schon extrem episch, besonders wegen einer gewissen Fähigkeit. Und ja, deswegen wollte ich die Gelegenheit eigentlich ganz gerne nutzen. Vor allen Dingen, wir spielen jetzt Noor und dann die norische Klasse zu nehmen, finde ich eigentlich schon ganz praktisch. Dann könnte man vielleicht bei Hoshido die Kinchi-Ritterin nehmen, ist eine hoshidische Klasse. Und bei Offenbarung dann die Falkenritterin, quasi neutrale Klasse. Das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, jetzt habe ich viel zu viel darüber geredet, aber ich hoffe, das war irgendwie schlüssig. So, neue Klasse. Ob das jetzt so zu Azura passt, weiß ich nicht, aber ich mag Dunkelschwingen. Also das finde ich schon sehr, sehr episch. Und wie gesagt, ich kann dann einfach, ich werde Azura vermutlich bei allen drei Wegen mit dabei haben, einfach weil Azura irgendwie dazugehört. Und ich fände es dann irgendwie ganz cool, bei jedem Weg einfach eine andere Klasse zu nehmen. Jetzt, wie gesagt, die düstere norische Klasse, bei Hoshido dann die Kinchi-Ritterin passend dazu und dann vielleicht bei Revelation einfach die Falkenritterin oder was ganz anderes. Also das fände ich schon gar nicht so schlecht. Das kann jetzt, sag ich mal, also ich glaube, manche Leute werden vielleicht sagen, das war jetzt nicht so schlau, Azura ist jetzt nicht so die geborene Dunkelschwinge, aber ich mag das eigentlich ganz gerne und auf dem Schwierigkeitsgrad, wo ich spiele, kommt es, glaube ich, auch nicht so sehr darauf an. Ja, hat sich deutlich gemausert. Was ich allerdings auch noch ganz gerne machen möchte, einmal das hier verwenden, dass sie zumindest vielleicht ein bisschen bessere Waffen jetzt benutzen kann. Zumindest schon mal die Eisenlanze. Geben wir einfach mal erstmal Feuer, dass er sich auf jeden Fall ein bisschen besser wehren kann. So. Sprich, wir haben jetzt Elise als entwickelte Klasse. Ach, du hast auch schon Stufe 20, fällt mir gerade auf. Okay. Ich ging jetzt irgendwie davon aus, dass sie auch auf Stufe 1 startet. Aber okay. Das ist unglaublich irritierend für mich, weil sie hatte ja Level 20 und hat jetzt wieder Level 20. Das ist, wie gesagt, unglaublich irritierend. Aber jetzt nur so aus Interesse. Nee, Meistersiegel geht nicht. Huh. Das ist echt interessant, dass sie jetzt auch schon wieder Level 20 hat, aber gut, solange sie halt noch weiter leveln kann, und das kann sie ja offensichtlich, da steht ja Erfahrung 21, deswegen kann sie auf jeden Fall noch leveln, ist das auf jeden Fall okay. Ist jetzt nur ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil alle anderen so, ja, Level 17 und so, kann ich mir gut merken, aber sie hat jetzt quasi 20 Level gemacht als Skaldin, dann kein einziges als Luftritterin und dann ist sie jetzt schon auf Level 20 als Dunkelfalke, obwohl sie da auch noch nichts gemacht hat. Das ist ein bisschen seltsam. Aber das passt schon, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier drei entwickelte Einheiten. Ob das jetzt, wie gesagt, schlau war, weiß ich nicht, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und jetzt können wir uns endlich auch mal die ganzen Unterstützungsgespräche anhören. Meine Güte. Svenja und Odin. Endlich habe ich euch aufgespürt, my Lady Svenja. Oh, hast du nach mir gesucht, Odin? Selbstverständlich. Ich muss euch noch den Ursprung meiner Pose näher bringen. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich kein Interesse an deiner Geschichte habe. Ich hatte mich nur gewundert, was du wieder Sonderbares veranstaltest. Diese einzigartige Pose entfesselt finstere Kräfte für meine dunkelste Magie. Nur ein Auserwählter wie ich kann diese Mächte beschwören und kontrollieren. Ihr fragt euch nun sicher, wer mich auserkor, und dieses Mysterium kann ich nicht aufklären. Es ist ein gutgütiges Geheimnis, das auf ewig im Dunkeln verborgen bleiben muss. Schon klar, Odin. Das klingt alles ganz schlüssig. Erlaubt mir, einen Vorschlag zu äußern. Ihr könntet euch doch einen Namen für meine stattliche Pose ausdenken. Einen, der ihrer Herrlichkeit gerecht wird. Mit einem wohlklingenden Titel versehen, wird sie mir noch größere Macht verleihen. Ach wirklich? Es wundert mich, dass du sie noch nicht selbst benannt hast. Die Muse hat mich noch nicht geküsst, daher benötige ich eure Hilfe. Die Zeit ist gekommen, euch die Ehre der Namensgebung zuteilwerden zu lassen.
Ich kann es spüren. Selbst die Gestirne pflichten mir bei. Wovon sprichst du denn schon wieder? Ich bin etwas verwirrt. Versteht ihr nicht? Ich bitte euch darum, meine heilige Kreation zu taufen. Helft mir, meine wahre Macht zu erwecken, die tief in mir verborgen ruht. Lauscht einen Moment eurer inneren Stimme, dann flüstert den Namen in mein Ohr. Gewiss wird dieser Augenblick in all jene glanzvollen Geschichten eingehen, die man sich fortwährend begeistert erzählt, bis die Zeit selbst irgendwann stillsteht. Also, soll ich deiner Verrenkung einen Namen geben? Einfach so? Hier und jetzt? Ich hatte noch gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Seid unbesorgt, es muss spontan geschehen. Lasst euch von der schieren Freude des Anblicks überwältigen. Sprecht aus, was auch immer euch in den Sinn kommt. Na gut, Das ist purer Nervenkitzel, ich hab schon Gänsehaut. Noch immer unentschlossen, wie? Es tut mir leid, aber mir fällt so auf die Schnelle einfach nichts ein. Kannst du mir nicht etwas mehr Zeit geben? Ich bin nicht so spontan. Wie bitte? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie könnt ihr das Privileg, meine Pose zu betiteln, so einfach ablehnen? Ich hab doch gar nicht gesagt, dass ich es nicht mache. Ich brauche bloß mehr Zeit. Ich stehe unter Schock. Wie grausam von euch, mich auf die Folter zu spannen. Beruhige dich, Odin. Reg dich doch nicht so unnötig auf. Ich kann nicht umhin, mich hintergangen zu fühlen. Bitte denkt euch einen Namen aus. Halt, mir kam gerade eine Idee. Vielleicht mangelt es euch nur an Inspiration. Einige Vorschläge meinerseits könnten eure Kreativität beflügeln. Was haltet ihr davon? Also, wenn es dir wirklich so viel bedeutet, na schön, dann machen wir das so. Fulminant. Nächstes Mal werden wir unsere grauen Zellen zum Qualmen bringen. Oh Gott, da bin ich immer gespannt, was da rauskommt. Aber dass Azura jetzt eine Dunkelschwinge ist, passt irgendwie so ein bisschen, weil ich wollte sie ja mit Odin irgendwie zusammenpacken. Und er erzählt ja auch immer von der Dunkelheit. Das finde ich, wie gesagt, schon ganz passend. Gut. Elise und Azura. Oh, Schwesterherz, da steckst du. Ich habe ewig nach dir gesucht. Hallo Elise, was kann ich für dich tun? Haha, lass uns spielen. Ich freue mich so sehr, eine neue große Schwester zu haben. Wir müssen ganz viel zusammen machen, damit ich alles über dich erfahren kann. Ah, ich verstehe. Es tut mir leid, aber gerade habe ich keine Zeit, mit dir zu spielen. Ich muss über etwas Wichtiges nachdenken. Ich hätte gerne ein wenig Ruhe. Ach Menno, du kannst doch später noch genug allein sein und rumgrübeln, oder? Eigentlich schon, aber ich würde lieber... Okay, dann ist es abgemacht. Ich bin ja so aufgeregt. Komm schon, wir gehen spielen. Es tut mir leid, Elise, aber in dieser Sache muss ich hart bleiben. Jetzt sei doch kein Spielverderber. Dann bleibe ich eben auch stur. 1, 2, 3. Hey, Moment, Elise, du kannst dich doch nicht einfach schubsen. Gute Güte, ich weiß wirklich nicht, was ich in so einer Situation machen soll. Sakura hat sich nie so aufgeführt, wenn sie meine Aufmerksamkeit wollte. Was? Hast du gerade Sakura gesagt? Ach so, du hast eine doofe Hoshido-Schwester wohl lieber als mich. Pah! Ich musste genauso perfekt sein, damit du mich als Schwester siehst. Nein, das stimmt doch gar nicht. Bitte, ich habe es nicht so gemeint. Jetzt bin ich bockig. Mich mit deiner anderen Schwester zu vergleichen war fies. Es tut mir so leid, Elise. Ich schwöre, ich wollte dich gar nicht mit Sakura... Ich wollte doch nur meine große Schwester kennenlernen. Jetzt bin ich sauer und ich mag nicht mehr mit dir spielen. Nie mehr. Geh doch in den Wald und freunde dich mit einem fiesen alten Bären an, das passt. Uah. Elise. Das lief aber schnell aus dem Ruder. Ich hätte Sakura wohl besser nicht erwähnt. Ich will Elise doch schon nahe sein, seit sie ein Baby ist. Oh. Ja gut. Dass sie da vielleicht so ein bisschen empfindlich reagiert, kann ich verstehen. Dann haben wir noch Camilla und Niles. Vielleicht sind die jetzt ein bisschen netter zueinander. Niles, ich habe überall nach dir gesucht. Zeit für dich, Rede und Antwort zu stehen. Ich liebe es, wenn euer Temperament mit euch durchgeht und die roten Wangen. Habt ihr etwas gesagt? Ich kann mich kaum konzentrieren, wenn ihr so seid. Genug, du erklärst besser, was du neulich meintest, als du mich armselig nanntest. Na gut, my Lady Camilla, wisst ihr, warum Menschen Hündchen lieben? Weil sie süß sind? Nein, es ist, weil Menschen Liebe suchen. Hä? Huh? Sie wollen einen Gefährten, um nicht allein zu sein. Fehlt das, dann begnügen sie sich mit einem Tierchen, das sie freudig begrüßt und ihre Schuhe abschlabbert. Das ist die Beziehung, die ihr mit dem verirrten Hündchen my Lady Svenja habt. Euch geht es schlecht, also überschüttet ihr sie mit Liebe und sie sabbert zurück. Nennst du Svenja gerade ein Hündchen? Das ist ja wohl ekelhaft.
Oh, ich mag diesen feindseligen Blick. Davon bekomme ich Gänsehaut. Wollt ihr wissen, wie ich zu dieser Theorie kam? Dann sage ich es euch. Das tust du besser wirklich. Meine Eltern setzten mich im armen Viertel Nors aus. Kriminelle zogen mich groß. Ich lernte schnell. Ich tat, was nötig war, um zu überleben. Vergebt mir etwas Neid. Wenn ich jemanden sehe, der kein Leid kennt, erteile ich ihm gerne eine Lektion. Der Augenblick, wenn sie ihren ersten Schmerz spüren. Ein wahrer Segen. Niles, du bist eine traurige Person. Bin ich das? Für jemanden, der so traurig sein soll, amüsiere ich mich ziemlich gut. Es ist zwar einerseits ziemlich hart von beiden Seiten, aber ich glaube, zumindest haben wir Niles jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Nehmen wir mal Charlotte und Penny. Hey, Charlotte. Hat da jemand meinen Namen gerufen? Wer das wohl? Oh. Hey, ich bin's. Kündige dich zukünftig bitte an, Benny. Die liebreizende Pose und das niedliche Lächeln kriege ich im Leben nicht mehr hin. Du wechselst dein Verhalten also immer noch im Handumdrehen. Das tue ich schon immer. Ein Armutszeugnis wäre es, wenn ich nicht gut darin wäre. Ich bin stets bereit, die hilflose Dame in Not zu mimen. So töricht es ist, ich muss der albernen Traumfreundin Männerköpfen gleichen. Jeder, der dein wahres Ich zu sehen bekäme, wäre wirklich erstaunt. Wag es nicht, darüber zu scherzen, Benny. Ein für allemal. Solltest du einer Menschenseele meine Schauspielerei verraten? Es würde die erste und letzte sein. Beruhige dich, das steht mir nicht im Sinn. Sehr gut. Solange man glaubt, ich sei liebreizend und bräuchte Hilfe, schenkt man mir so einiges. Meine Güte, da kommt wieder Kundschaft. Es ist ein Jammer, aber die Pflicht ruft. Hallihallo, seid gegrüßt, wie geht es euch? Dabei könnte sie denen noch das ein oder andere im Kampf beibringen. Wie falsch sie einfach ist. Aber ich hoffe, das ändert sich vielleicht noch. Wobei, wenn sie nicht im Team ist, werden wir es wahrscheinlich nicht herausfinden. Aber ich hoffe einfach mal, das ändert sich noch. So, und Selena und Katze noch. Stehen geblieben. Verzeihung? Ich bin Selena, Getreue von Lady Camilla, der Prinzessin von Noor. Und du bist derjenige, über den alle sprechen. Katze, richtig? Ich bin Katze, so viel ist wahr. Und was genau sagen alle über mich? Dass du einer der gefährlichsten Ninjas von ganz Hoshido seist. Und dass Saizo der fünfte deinem Bruder sei. Was natürlich bedeutet, dass du der namhafte Familie der Saizo angehörst. Verstehe. Du provozierst mich, um einen Eindruck meines Charakters zu erhalten. Um ehrlich zu sein, ja. Das trifft es ziemlich genau. Weil du annimmst, dass Noor und Hoshido für immer verfeindet sein werden. Das hatte ich gar nicht in Betracht gezogen, nein. Ich wollte nur sehen, ob du ein nützlicher Verbündeter bist. Deine Augen sagen etwas anderes. Du scheinst mir sehr zu misstrauen. Ha! Wie dem auch sei. Ich denke nicht, dass es nach diesem weiteren Kriege geben wird. Etwas sagt mir, dass dieser Friede halten wird. Ha, dein distanziertes und gelassenes Gehabe macht dich nur verdächtiger. Und dass du deine Arme verschränkst, macht es nicht besser. Du hast deine Arme doch auch verschränkt. Also, das bedeutet wohl, wir sind beide sehr misstrauisch, ja? Sei still, das war nur Zufall. Was für eine charmante junge Dame. Sie muss sehr stark sein, wenn sie eine Getreue der Königsfamilie ist. Ich sollte sie im Auge behalten. Also Katze und Selena finde ich ehrlich gesagt auch ganz interessant, so zusammen, was ich da jetzt so gehört habe. Muss ich ja mal so sagen. Aber gut, das waren jetzt erstmal die ganzen Unterstützungsgespräche, die wir noch hatten. Ach so, noch was ich gemacht habe. Ich habe unseren Laden hier aufgelevelt. Hatte ich schon ganz vergessen. Sodass wir jetzt unglaublich viele Sachen kaufen könnten, zum Beispiel Silberschwerter, die können wir zwar noch nicht tragen, aber dennoch. Auch so ein paar specialige Sachen wie Panzerbrecher, Würmtöter, Donnerschwert. Klar, generell Silberwaffen natürlich. Meisterlanzen gibt es jetzt hier. Meisteräxte natürlich auch. Aber auch sehr interessante Bücher. Hier zum Beispiel Mjölnir oder auch Blitz, Ragnarök. Also man kann jetzt hier schon unglaublich viel kaufen. Es gab auch einen Schnitter letztens, den habe ich auch gekauft. Den hat, glaube ich, Selena aktuell, weil ich das ganz cool fand. Also wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen sparen, aber prinzipiell können wir mittlerweile ziemlich viele coole Waffen kaufen. Das finde ich sehr, sehr schön. Na gut, der heutige Part war irgendwie ziemlich viel erklären, was ich mit Azura so vorhabe und Unterstützungsgespräche. Aber ja, muss auch mal sein. Ich bitte euch einfach nur, meine Entscheidungen generell
nicht zwingend zu kritisieren. Also wenn ihr zwar andere Entscheidungen trefft, also Azura in eine andere Klasse packt oder sie auch meinetwegen bis Level 30 als Skaldin behaltet oder was auch immer, dann ist das voll okay. Aber lasst mich einfach das tun, was ich möchte, und wenn ich damit auf die Nase fliege, dann lerne ich umso besser daraus. Deswegen lasst mich einfach machen, egal wie es am Ende ausgeht. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.